Shopping in München. Let's go. Als erstes habe ich direkt einen Trachtenladen gesehen, habe mal eine Lederhose anprobiert, just for fun, bald ist ja die Wiesn, aber ich habe mir nichts geholt. Danach mal in den Jack & Jones geschaut, weil ich da noch nie drin war, habe zwei Pullis und eine Hose gesehen, aber das wurde eher nichts. Die Hose war jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt, der erste Pulli war auch nicht so toll, der zweite war eigentlich ganz cool, aber ich habe den dann am Ende trotzdem nicht genommen. Danach eine Runde im Zara gedreht, aber das Ganze auch ohne Erfolg und irgendwie ist in München immer Baustelle. Danach beim TK Maxx ein bisschen geschaut, aber auch nichts gefunden. Meine erste Ausbeute war dann Kaugummi und Wasser. Danach im Snipes geschaut, da bin ich bisher nie rausgegangen, ohne was zu kaufen, aber heute habe ich einfach nichts gefunden. Dann war da noch so ein Fußball-Freestyler oder wie man das nennt. Dann ging es auch schon weiter zum Bershka, da war ich auch noch nie drin. Ich glaube, der ist relativ neu. Hab so eine Hose anprobiert und die dann auch direkt genommen, war gut. Zur Abwechslung auch mal etwas Kulturelles und dann direkt weiter zum nächsten Laden. Auch ohne Erfolg. Zum Abschluss ging es dann noch typisch bayerisch essen und dann wieder zurück nach Hause.